Herzlich willkommen bei uns, Ursula Bruhin. Wir sind stolz und haben Freude, dass du da bei uns bist und sind sehr gespannt, um in deine Geschichte hineinzuhören. Wir sind ja unterwegs mit dem Motto, was Gott schreibt seine Geschichte mit uns. Und das nimmt uns auch Wunder, was Gott für eine Geschichte mit dir geschrieben hat. Es ist beeindruckend, wenn man da schaut, eine kleine Auswahl von deinen Medaillen, die du mitgebracht hast, sogar deine Kristallkugeln, oder wenn man da den Film sehen, ein paar kleine Ausschnitte von deiner Karriere. Und wir sind aber auch besonders interessiert, was Gott mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat. Etwas, was ich euch auch empfehlen möchte, ist unser Fragetool. Du hast gesagt, ich dürfte dir am Schluss auch einfach ein paar Fragen stellen, egal was es ist. Das heisst, wenn ihr das Gefühl habt, das will ich wissen von der Ursula Bruhin, dann geht auf die Internetseite slido.com, geht ein 9696. Auch wenn ihr zuhause im Livestream sind, dann seht ihr gerade unten im YouTube den Link. Da kann man einfach eine Frage reinschreiben. Ich nehme am Schluss dann vom Tag mein Tablet führen und gehe schauen, was ist das, was euch besonders interessiert. Und dir dann die Frage stellen. Da bin ich selber gespannt, was zusammenkommt. Also auch im späteren Verlauf, wenn euch etwas in den Sinn kommt, das möchte ich eigentlich gerne wissen oder das hat mir jetzt schon ein Wunder genommen, dann schreibt da eure Frage dazu. Jetzt haben wir da die Ausschnitte gesehen. Was? Den Ton haben wir noch nicht, glaube ich. Moment, ich glaube, es leuchtet noch nicht. So, jetzt sollte das kommen. Also als erstes interessiert mich, wenn du jetzt die Bilder da siehst von deiner Karriere oder heute Morgen, ich kann dich ermutigen, die Sachen mitzubringen. Mhm. Ich glaube, du bist sonst die, die nicht so prahlt und angibt mit der Folge, die du gehabt hast. Aber ich habe noch nie live so Medaillen und so gesehen und eine Kristallkugel schon gar nicht. Da habe ich gedacht, die Chance, weil wenn wir uns nicht entgehen lassen, das mal können anzuschauen. Was löst das in dir aus, wenn du von deiner Karriere Bilder siehst oder die Medaillen, all die Sachen? Was sind das für Erinnerungen und für Gefühle? Ja, also es ist natürlich extrem, weil es ist jetzt seit dem 06 Jahr, ich aufgehört habe, Rennen fahren. Und jedes Mal, wenn ich wieder ein Referat gebe und den Film sehe, dann pocht mein Herz wieder da oben. Dann kommen die Gefühle führen, die da gelaufen sind in dem Moment. Die Spannungen auch, die passiert sind und so. Und es ist für mich in dem Moment, das wieder zu sehen, jedes Mal so, wow, das war bei euch. Also es ist auch für mich im Nachhinein sehr eindrücklich, das zu sehen. Und eben wegen der Medaille mitnehmen, normalerweise sind die Schweizer ja so bescheiden. Und dann, wenn die Amerikaner siehst, die prahlen da umeinander. Und ich muss einfach sagen, wir Schweizer dürfen ruhig auch mal zeigen, was wir haben. Weil das, was wir haben, haben. Und das dürfen wir auch zeigen. Darum habe ich heute mich entschieden, jawohl, ich nehme für euch auch Kristallkugeln mit, dass ihr die dürft mal live sehen. Mhm. Die nachher auch wollen, dürfen auch gerne eine Medaille umhängen und ein Foto machen und Startnummer und das Feeling mal haben, wie das so ist, eine Olympianummer anliegen. Dann könnt ihr sagen, ich bin auch mal fast an den Olympischen Spielen. Kannst du uns ganz kurz sagen, was das für unterschiedliche Medaillen sind? Also wir haben vor, wo du mit dem Kistchen gekommen bist, wir haben lange nicht alles können aufhängen. Einfach eine kleine genau. Auswahl. Also das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von diesen 20 Weltcup-Sieg und Gesamtweltcup-Sieg und 109 Podestplätze. Also ihr könnt das alles in der Webseite nachlesen. Das ist, ich komme selber anfangs nicht mehr raus, wie viel das war. Aber für euch ganz einfach, Kristallkugel ist Gesamtweltcup-Sieg. Dazu gibt es eine von diesen Medaillen, die so ein Goldrändchen hat. Dann habe ich auch zweit und dritte geholt im Gesamtweltcup-Sieg. Da seht ihr die anderen durchsichtigen Medaillen. Dann, wir haben damit zwei Verbände gehabt. Da haben wir natürlich den ISF-Verband. Die haben immer sehr originelle Medaillen gehabt. Das ist ein zweiter Weltmeistertitel. Dann haben wir da einen ersten Weltmeistertitel vom ISF-Verband und vom FIS-Verband, von der Skifahrer. Das ist der andere Verband, wo wir ja haben müssen mitfahren, damit wir überhaupt an den Olympischen Spielen teilnehmen. Und da seht ihr da oben rechts, das sind von der FIS Weltmeistermedaillen. Im Snowboarden auch, den ich geholt habe. Wo du Weltmeisterin und geworden bist, viermal. Das sind Gesamtweltcup-Sieg und Weltmeistermedaillen. Und all die Weltcup-Sieg-Medaillen, die konnte ich leider nicht alle auch noch mitnehmen, sonst wäre es da ein bisschen. Ich weiss nicht, wie der Platz gewesen wäre dann auf der man Bühne. Man könnte auch mal sagen, wir können das so ausstellen, wenn ihr das wollt, bringe ich es gerne vorbei. Wir könnten ein bisschen Platz schaffen. In meiner kleinen 2,5-Zimmer-Wohnung hat es also auch keinen Platz. Ich bin also die auch noch runtergeholt, weil ich denke, da irgendwo ist doch noch die komisch gewesen. Da. Die zeigen wir doch ja, das ist noch eine Art in halben Skilift, den man da angemacht ja, hat. Ja, genau. Oder so ja. Also sehr originell von... Ja. Von diesen verschiedenen Verbänden, also diesen zwei verschiedenen Verbänden, wo ich gefahren bin. Mhm.
Du bist ja relativ spät zum Profisport gekommen. Mhm. Bist du schon immer so ehrgeizig gewesen, oder ist das erst in der Karriere so ein gekommen? Ja, ich bin, dadurch, dass ich die kleinste von noch zwei weiteren Geschwistern bin, also mein Bruder ist ein Jahr älter und die Schwester zwei Jahre, die Schwester hat immer nur so ein bisschen gelesen und hat sich so ein bisschen im Hintergrund versteckt, aber mit dem Bruder bin ich halt viel unterwegs gewesen. Wir haben auch gekämpft zusammen, meine Eltern haben gesagt, du, geht ihr ins Judo, dann könnt ihr wenigstens richtig kämpfen und verletzt euch nicht, dann lernt ihr wie umgehen. Und das sind eigentlich ganz gute Vorbereitungen gewesen für im Nachhinein, habe ich natürlich auch nicht gewusst, aber... Dass ich auch durchgesetzt gegen die älteren Geschwister? Ja, einerseits so. Und weil ich natürlich die Kleinste war und herausgefunden habe, wenn ich etwas gut mache, dann kommen alle, oh, hast du gesehen, Ursula, und wow, ist gut. Und so ist der Satz in mir halt auch entstanden, wenn ich besser bin als die anderen, dann habe ich Aufmerksamkeit, dann habe ich Liebe. Was natürlich auch ein bisschen eine Lüge ist, das finden wir dann nachher noch ein bisschen raus. Aber es hat dazu geführt, dass ich genug Ehrgeiz hatte, um da durchzubeissen, um überhaupt all die Trainings auf mich zu nehmen. Weil an einer Weltmeisterschaft mitnehmen, da gehören ja ganz viele Trainingsstunden im Vorfeld. Mhm. Und da fragt man sich manchmal, woher nimmst du die Energie? Und der Ehrgeiz kommt halt eben aus dem Satz, nur wenn ich besser bin als die anderen, dann bin ich geliebt. Oder? Und das ist so ein bisschen ein Ehrgeizpunkt, wo nachher dazu führt, dass man überhaupt auch so viel Energie kann führen grübeln, um überhaupt so Sachen zu machen. Du hast auch gesagt, dass etwas aus deiner Kindheit, du bist nachher auch Konditorin gewesen, hast zum Teil parallel auch Snowboard gefahren und noch gearbeitet. Was hat Gott für eine Geschichte geschrieben, so in dieser Phase des Lebens, von Kind bis vor dem Profisport? Ja, ich will ja gerne Ski gefahren bin, habe ich gesagt, ich werde als Konditor nicht mehr arbeiten, wo ich kann, auch Ski fahren kann. Mhm. Und das hat sich dann halt in Snowboarden umgewandelt, weil meine Kollegen sind Snowboard gefahren dort. Das heisst, eigentlich ist der Bruder die Schuld. Der hat, als ich 21 war, also sehr spät, hat er herausgefunden, dass es Snowboard gibt. Und weil wir gewusst haben, ja, unsere Eltern kaufen uns jetzt nicht nebst den Ski noch Snowboard, dann hat er selber ein Snowboard gemacht. Also er hat eine Holzlatte genommen, hat die nass gemacht, der Spitz. Hätte über Nacht in der Heizung eingeklemmt, dass der Spitz so schön raufkommt. Am nächsten Tag einpolyestert, damit er auch so bleibt. Kanten hat er drauf da und Bindungen drauf, ist es gut probieren. Und hat gesagt, Ursula, es funktioniert, jetzt kannst du draufstehen. Das ist dein erstes Snowboard-Abfahrt oder Versuch? Erst, ja, und ich kann also sagen, ich bin am Anfang nur umgekehrt. Es war so Sultschnee, so ganz nasser Schnee. Also in der Hälfte unten bin ich pflotschnass. Und was dann ein bisschen flach geworden ist, habe ich also tatsächlich ein, zwei Kurven zusammengebracht. Aber die gelernt haben, Snowboarden auch mal, die wissen, ja, der erste Tag ist zäh. Also auch du hast müssen bei null anfangen. Ich habe auch keine Abkürzung müssen, auch ich habe dort durch müssen. Und hat Gott jetzt schon irgendeine Rolle gespielt in deinem Leben? In dem Sinn, dass unsere Eltern haben uns eigentlich sehr schön beigebracht, wenn es uns doch gut geht, dann kann man doch einmal in der Woche in die Kirche gut Danke sagen. Sie haben uns die ganze Geschichte erzählt. Wir sind katholisch aufgewachsen. Also Geschichten aus der Bibel? Geschichte aus der Bibel, also an Weihnachten auch eine Geschichte erzählt, wie Jesus im Krippli liegt und die Könige kommen. Das haben wir jetzt sogar schöne Krippenfiguren gemacht und uns das so erzählt. Also wir haben eigentlich die ganze Bibelgeschichte so gut mitbekommen. Aber für mich, in der Schule, ich hatte nicht gerne eine Geschichte gehabt. Und ich habe... Wenn eine Geschichte kam, auch in der Religionsstunde oder halt in der Kirche, dann war das für mich irgendeine Geschichte. Und ich habe gedacht, ja, und was geht mich denn so? Und als ich in Zermatt war, habe ich so gedacht, jetzt kontrolliert ja niemand mehr, jetzt muss ich ja nicht mehr in die Kirche. Ja, und so bin ich in Zermatt, habe ich wirklich einmal ein bisschen Gas gegeben, habe geschirrt, gelebt, habe dann irgendwann auch einen Freund kennengelernt. Und dann ist das zuerst so der siebte Himmel gewesen. Da haben wir alle Wünsche von den Augen abgelesen. Und ich habe gedacht, du jetzt träume, das kann ja gar nicht sein. Und ich habe gedacht, jawohl, jetzt musst du es einfach genießen und so. Und dann hat er auch auf den Weltcup mitfahren und war sehr ehrgeizig gewesen. Ich denke, fast noch mehr als ich. Und er hat dann, ihm ist es einfach nicht gelungen. Also er hat, in der Training ist er die 10%, die man ja normalerweise schneller sind, ist er schon schneller gewesen. Aber am Rennen hat er es einfach nicht fertig gebracht. Und du bist dort aber auch schon Weltcup gefahren in dem Fall? Ja, noch nicht, so in den Ansätzen. In den Ansätzen so, also es gibt Regio Cup, Swiss Cup, Continental und nachher Weltcup. Das sind so verschiedene Stufen. Mhm. Und wir sind so in der Swiss Cup und so langsam Richtung Weltcup gegangen. Aber er hat dann einfach irgendwie das Rennen, entweder hat er eine Bindung verbrochen vor lauter
knurzen oder dann hat er ein Tor verfehlt oder es ist ihm einfach nicht gelungen und hat er gesagt, ich wollte einfach nur runterkommen und dann war er nicht mal schneller gewesen als ich und dann ist er halt frustriert gewesen. Ich habe das Rennen vielleicht gewonnen oder bin auf dem Podest gesehen und wollte feiern und er sagt so, nein, ich will jetzt heim und so und dann hat es wirklich ganz unschöne Situationen gegeben und ich musste sagen, du, also lieber kennen die Heime wieder so einen, der ständig nur am Motzen ist. Mhm. Er hat dann auch angefangen, an mir herumzukritisieren, also alles, was ich davon machen und sagen habe, ist falsch gewesen, das sagt man nicht so, das macht man nicht so. Es ist so weit gekommen, als ich eine Pizza gemacht habe und dann die eine Seite so ein bisschen überschlagen habe und mit dem so ein bisschen Galzone gemacht habe auf dem grossen Blech. Habe ihm erklärt, wenn ich es gemacht habe, er hat sie sogar gegessen gehabt. Dann sagt er, ja, wie hast du das gemacht? Ich erkläre es ihm. Und dann sagt er, lüg mich doch nicht an, das kann man so nicht machen. Also er hat mein ganzes Selbstvertrauen Stück für Stück am Boden gehebelt. Und ich bin dort wirklich irgendwann am Boden gewesen. Also mein Selbstvertrauen war am Boden gewesen. Ich musste dann noch das Knie operieren. Das ist nicht richtig. Also der Heilungsprozess geht eine Zeit und dann wird man ungeduldig. Das ist auch noch dazu gekommen. Von der Knieoperation. Und ich war dort so frustriert gewesen, also einerseits, weil er mein ganzes Selbstvertrauen geschlossen hat, mit dem Knie ist es nicht vorwärts gegangen. Ich hatte dermassen Frust gehabt, dass ich in dieser Zeit 15 Kilo zugenommen habe. Ich habe mich selber nicht mehr mögen, so wie ich war. Weil, als ich ihn kennengelernt habe, ich habe das Gefühl gehabt, jetzt bin ich die Frau, die ich eigentlich sein will. Und nachher ist er wirklich, bin ich nur noch ein Häufchen Elend gewesen. Und das hat, also ist dann deine Sportlerkarriere eigentlich wie in Gefahr gewesen, oder? Ja, in dem Sinn, das war so nur so in der Phase Sommersaison. Mhm. Und dort ist das ein Versteckten passiert. Da warst ja nicht irgendwie am Rennen. Irgendwie trainiert habe ich ja gleich versucht. Also, das ist so gut wie es gegangen ist. Halt. Aber ich habe gemerkt, ich war wirklich ein Häufchen Elend gewesen. Ich habe mich nicht mehr mögen, so wie ich war. Und ich habe gedacht, so, wer wäre noch traurig, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre. Und die ganze Energie, die vorher da war, ist die wie weg gewesen dann? Ja, also das ist definitiv eben ein Häufchen Elend. Und in dieser Phase ist meine Schwester von einer Bibelschule heimgekommen. Mhm. Und sie hat einfach so gestrahlt und hat voller Freude erzählt, was sie erlebt hat. Und ich habe also deine Schwester ist irgendwo in die Bibelschule gegangen? Ja, also sie ist ja eigentlich gleich aufgewachsen wie ich, aber sie hat eine Freundin gehabt und die hat sie eingeladen in eine Bibelschule, dann hat sie ein bisschen mehr über Jesus erfahren. Und dort hat sie so eine Art Theologie studiert? Nein, nicht einmal studiert. Sie ist einfach zwei, drei Tage bei dieser Freundin in die Gemeinde gegangen und ist heimgekommen und hat einfach gestrahlt. Irgendetwas ist da passiert und ich habe sie gefragt, was hast du? Was ist da los? Und sie, wir haben so, ich weiß einfach nur noch, wenn wir viel geredet haben und sie einfach mir gesagt hat, vertraue doch Gott, dass er dich wieder auf den rechten Weg bringt. Mhm. Dann habe ich so gedacht, ja gut, verlieren kann ich eh nicht mehr, ich bin eh schon ein Häufchen Elend, dann versuche ich wieder ein bisschen mehr zu beten. Und also du hast gedacht, das könnte jetzt ein guter Notnagel sein, etwas anderes bleibt ja nicht. Ja, weil eben, ich habe ja nichts zu verlieren gehabt, ein Häufchen Elend ist am Boden gelegen. Probierst aus. Aber bist du auch nicht kritisch in dem Sinn, dass du denkst, nein, das nützt sowieso nichts oder so? Ich habe es einfach probiert und habe gemerkt, okay, es geht ein bisschen besser. Aber ich habe gemerkt, der Hassklumpen in mir, innen, auf meinen Freund, auf mich selber, der hat abgebrodelt wie blöd. Das ist so weit gegangen, dass wenn ein Mann an mir vorbeigelaufen ist, dann habe ich gedacht, das sind so fiese Söcke, die nehmen einem, wenn es gut geht, dann schiessen sie auch wieder weg, wenn es schlecht geht. Und lässt die dann liegen. Oder? Und dann ist jedes Mal der Hassklumpen aufgefacht. Oder? Und da gemerkt, ist wie rausgekommen, oder hat sich gezeigt. Genau, und dann habe ich gemerkt, hey, aber wenn das jedes Mal passiert, der andere merkt es ja nicht. Oder? Also wenn du jetzt mir vorbeigelaufen wärst, du hättest das nicht gemerkt, aber mir hat es brodelt und ich habe gemerkt, das verfrisst mich innerlich, die Wut, die Hass, und das bringt überhaupt nichts. Und habe die Schwester gefragt, hey, was kann ich machen? Ich will das nicht. Der Hass, die Wut, wie bringe ich das weg? Also hast du so wie die Gefühle in dir rein gehabt, aber hast du gewusst, eigentlich ist es etwas, was dir nicht gut tut? Genau. Und ich kann es loswerden. Und was hat deine Schwester? Hat sie einen guten Tipp gewusst? Dann hat sie auch gesagt, sollst du ein bisschen beten? Was oder? So Christen so sagen, ja, sollst du ihm halt vergeben. Und wenn er so vielleicht selber wüsste, in so einer Situation, wenn du so nahe noch verletzt bist, dann sagst du, nein, das geht gar nicht. Dann bist du aber nicht mehr zusammen mit deinem Freund? Nein, dann sind wir schon auseinander gewesen, weil er noch Freund gegangen ist auch noch. Und dann müssen wir sagen, ja, dann hat es keinen Wert mehr, das aufrechtzuerhalten. Und dann ist deine Schwester gekommen und hat gefunden, jetzt sollst du ihm vergeben. Ja, und dann hat er gesagt, nein, das geht momentan gar nicht. Und dann hat sie gesagt, gut, der Tag war für mich beten, dass Jesus an meiner Stelle an meinem Ex vergibt. Ja. Der Moment, wo sie ja von beten hat,
in dem Gebet drin, habe ich gemerkt, als ob der Hassklumpen so wie wegkippen würde. Also hast du wieder den Eindruck gehabt, dass jetzt Gott etwas in dir bewegt? Genau. Also das ist der Hassklumpen, der ist wie weggegangen. Mhm. Ich habe gemerkt, ich habe wie wieder ein weißes Blatt und kann wieder wie neu anfangen, kann wieder schnaufen und einen frischen Start machen. Und dort habe ich gemerkt, früher habe ich immer gedacht, die Bibel, das ist ein alter Zopf, das ist uralte Geschichte, mhm. ist ein Geschichtsbuch und ja, hat ein paar Geschichten drin, aber wir leben ja heute ein bisschen anders. Und dort habe ich gemerkt, was in der Bibel steht, dass es heisst, wir können für Leute beten und sie werden geheilt. Und das habe ich dort dürfen erleben. Du hast erlebt, dass das, was in dem genau. alten Buch echt steht, heute relevant, also heute lebendig ist und genau. funktioniert. Dort habe ich gemerkt, gut, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, dem Jesus zu vertrauen mhm. und dass er doch noch einen besseren Weg hat, als der, den ich gedacht habe. Und dann bin ich natürlich im Clinch gewesen. Ich habe gedacht, ja, eigentlich wollte ich ja Snowboard fahren. Und man sagt ja, wenn man mit Jesus den Weg geht, sollte man sein Leben ihm in die Hände legen. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja nein, aber wenn ich mein Leben ihm in die Hände lege, dann macht er mit meinem Leben, was er will. Und dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr snowboarden, sondern er schickt mich ins Kloster. Oder das, auf die Bibelschule oder was auch immer. Ja, das wäre ja noch gegangen, aber ich habe ein Kloster im Kopf gehabt und ja. dachte, ja nein, sicher nicht, das will ich nicht. Und bin natürlich hin und her gerissen gewesen. Dann habe ich gedacht, ja, ich tue jetzt da wieder noch ein bisschen Konditor und gehe weiterhin rennen fahren und dann schauen wir dann, was daraus ja. wird. Und hat sich aber innerlich das, was sich verändert hat durch das Gebet, ist das geblieben? Oder also ist wirklich der Hassklumpen weg gewesen? Ja. Nur an dem Tag, auch später dann? Das ist wirklich weg gewesen, ja. ja. Und ich habe gemerkt, ja gut, dann gehe ich halt gleich weiter rennen fahren, weil mhm. wenn ich ja im Kloster wäre, dann könnte ich ja den Glauben nicht aussen erzählen. Oder? Ah, das hast du dann ja. zurechtgelegt, oder? Hast du für dich so ein Also ja, ich habe mir das müssen ein bisschen zurechtbäscheln, oder? Und bin dann so weiterhin rennen fahren und habe dann angefangen gewinnen. Und mhm. dann haben wir auch so zurechtbäschelt, ja, wenn jetzt Gott böse wäre auf mich, würde er ja mir nicht den Erfolg schenken. Ja, und ich durfte wirklich mega coole Erfahrungen machen, mehr und mehr. Je mehr, dass ich auch Vertrauen habe, also es war jeden Tag wieder von neuem gewesen. Also habe ich gemerkt, es ist ein mega Geschenk, mit ihm dürfen und zu unterwegs sein. Ja, wie zeigt sich das dann für dich, Vertrauen auf Gott, Vertrauen auf Jesus? Ja, einfach, es war zum Beispiel einmal am Morgen ein Rennen, ein Weltcuprennen gewesen. Mhm. Und ich bin aufgestanden und gemerkt, oh, jetzt hat mich Grippe verwünscht. Also ich bin wirklich flach gelegen. Ich wollte runter gut zmörgeln und habe kaum etwas reingebracht. Die zwei Stöcke auf ins Zimmer. Ich habe noch fast eine Viertelstunde gebraucht, bis mein Puls wieder normal geschlagen hat und meine Muskeln waren komplett leer gewesen. Ich musste sagen, ey, so kann ja nicht mal die Stege drauflaufen und bin schon leer. Was wollte ich da 10 Läufe fahren? Weil am Rennen, beim Snowboardrennen, das ist ein K.O.-System. Da fährt man zuerst 2 Qualiläufe und nachher noch 8 weitere Läufe zum bis wo immer 2 parallel runterfahren genau, und der parallel schneller fahren. Ist, kommt dann also eins wir weiter. Haben 10 Läufe zum Fahren und dann müssen wir sagen, vergiss es, so kannst du nicht mal Einlauf fahren, wenn du jetzt nach einem Steger tritt, da schon eine Viertelstunde brauchst, bis er erholt bist, dann wirklich gefuttert mit dem Herrn da oben und gesagt, geht es eigentlich nur, du kannst mich doch nicht an einem Weltcup krank machen, du weißt doch, dass ich da gewinnen und überhaupt. Mhm. Und habe da wirklich mit ihm da gestritten und habe so gesagt, du, also wenn du willst, dass ich da mitfahre, ich habe keine Kraft mehr. Also wenn du willst, dass ich da mitfahre, musst du mir Kraft geben. Und interessanterweise haben dann ein paar vom Team so gesagt, ja komm Ursula, du schaffst das schon, immer wieder so. Und ich habe dann meine Schuhe gepackt, da seht ihr einen von denen, die sind nicht so leicht. Und nur schon die Schuhe anlegen, ich habe geschnauft, wenn eine alte Großmutter, sorry, haben wir keine Großmutter. Und ich habe gemerkt, also ich war fast schon am Verzweifeln, ich habe noch schon auf dem Brüllen, weil ich gemerkt habe, ich habe ja nicht mal Kraft, um die Schuhe anzulegen. Wie wollte ich denn den Lauf fahren? Irgendwie habe ich es geschafft, den ersten Quali-Lauf zu fahren und habe gedacht, okay, gut, es ist vorbei, ich habe auf die Liste geschaut, oder? Ja, wahrscheinlich bin ich draußen und ich, oh, ich bin noch drin. Und ich habe gut, und wie jetzt der nächste Lauf? Herr, du musst mir einfach Kraft geben, ich kann nicht. Okay, wieder rauf, oben die Heli getrunken, Herr, gib mir Kraft. Und dann zweiter Lauf, immer noch drinnen. Und ich so, oh Gott, Hilfe, gell? Und so ist Lauf für Lauf. Also jeder Lauf, ich habe bin ich wieder am Start gewesen und gemerkt, ah, also ich kann nicht, du, wenn du willst, du musst machen. Und das ist so weit gegangen bis zum letzten Lauf. Und ich hatte sogar einen Zehntel Rückstand gehabt. Und damals war das die stärkste Gegnerin gewesen, meine Teamkollegin. Die ist gerade mit dem letzten Lauf auf mich getroffen und hat sogar noch einen Zehntel Vorsprung gehabt. Und mit meiner Kondition da, ich habe gedacht,
soll ich überhaupt noch fahren, weil es ist ja fast gefährlich, in diesem Zustand da oben zu fahren. Mhm. Und der Trainer schaut mich so an und sagt, Ursula, geht's? Und ich, nein, ich mag gar nicht mehr so. Und dann sagt er, weißt du, Kraft kommt schon im rechten Moment. Und ich, ja, kannst du schon sagen, du musst ja nicht fahren. Ja, und dann bin ich dort oben gsi, hatte ein ganz trockenes Maul, mhm, so ein bisschen Schnee ins Maul genommen. Und dann ist mir lustigerweise, also gibt ja nicht Zufall, es fällt einem zu, hat ein Kollege vorher, einen Tag vorher mir einen Bibelvers zugesprochen, mhm, hat einfach gesagt, du, ich habe den Eindruck, ich gebe dir den Bibelvers. Und in diesem Bibelvers ist Jesaja, was haben wir gesagt, 8 bis 12, ja. Dort drin steht, dass Gott hat grössere Gedanken als unsere Gedanken und, mhm, er hat grössere Wege als unsere Wege. Jesaja 55, 9 Jesaja, ist der. Ich habe den auch mitgenommen, um da einblenden. Genau. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, genau, so sind, genau, meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Genau. Und dass er grössere Gedanken hat als unsere Gedanken, unser kleines Denken. Mhm. Und im Weiter steht es in dem Bibelvers, dass er gemacht hat, dass der Regen und der Schnee den Samen sprießen. Also es steht in der Bibel Schnee. Und, mhm, für mich ist es weg, als ob Gott mir würde sagen, schau Ursula, hat er da den Schnee gemacht, dass der Samen sprießen kann. Ja, dass etwas passiert. Mhm. Und in dem Moment habe ich, echt wieder so einen Doppingschub bekommen. Ich bin dort am Start. Ja. Und ich habe einfach Kraft gehabt, bei dem Lauf runtergefahren. Und habe den Weltcup, es war ein Weltcup, ich habe den gewonnen. Es war quasi, ja, so, gewesen, als würde in dem Moment Gott direkt zu dir reden, durch den Bibelvers durch. Genau, ja. Und das war für mich also ein Sieg, den habe ich dich gemacht. Also, mhm. Weil ich habe den Morgen wirklich null Kraft gehabt. Und da hat wirklich Gott Kraft gehabt. Interessant war aber, 2 Wochen später bin ich ja gesund. Mhm. Und dann geht es so das menschliche Denken wieder so. Und ich denke, ich habe ja vor 2 Wochen bin ich krank gewesen und da habe das Rennen gewonnen. Ja. Und jetzt bin ich gesund und dann jetzt fahre ich alle Grund und Boden. Oder? Da ist plötzlich nur noch das Ich im Vordergrund, mhm, gewesen. Bei den Tannen habe ich voll viel gefühlt, präparat, alles war bereit gewesen. Oder ich habe gestanden, erster Lauf, zweiter Lauf, dritter Lauf, vierter Lauf, hat es gemacht, peng. Und die Ursula ist neben draussen gelegen. Also einen Sturz hatte ich. Und, ja, da habe ich gemerkt, aha, upsle, was ist jetzt passiert? Und da habe ich gemerkt, ja, ich kann alles super präpariert haben, ich kann alles super vorbereitet haben. Fit sein wie eine Turnschuhe. Aber wenn es in dem Moment nicht dran ist, kann Gott einmal Schnitt machen und dann liegst du halt neben draussen. Mhm. Und für mich war es so ein bisschen, es war vielleicht gut gewesen, dass ich neben draußen gelegen wäre. Bin, sonst wäre es vielleicht ein bisschen da. Ja, so ein Moment zu hoch reingefahren von der Demut. Genau, dass ich diese Demut durfte lernen und merken, nein, aber wenn Gott will und du null Kraft hast, also es war für mich noch ein Leben gewesen, wenn ich keine Kraft mehr habe. Wenn Gott will, kann er dir, mhm, genug Kraft geben oder er kann dir den Erfolg geben, wenn es du brauchst und wenn es nötig ist. Zum auch sagen, sein Verantwortung. Also hast du gut erlebt, beim Rennen selber, auf ganz eindrückliche Art und Weise, von wegen, genau, trockenem Maul, gell? Genau. Nimmst du ruhig da, Prost. Wir haben auch etwas für gegen das trockene Maul dabei. Mhm. So ist das. Du hast mir in der Vorbereitung auch gesagt, dass für dich das ein Unterschied war, so ein lebendiger Glaube, eine lebendige Beziehung zu Jesus, mhm, zu einer unlebendigen Beziehung. Ja. Wie hat für dich die lebendige Beziehung mit Jesus angefangen? Ist das auch dem Zeitpunkt von dem Gebet gewesen? Ja, also ich denke, dort, wo meine Schwester für mich gebetet hat und ich gemerkt habe, das, was in der Bibel steht, dass wenn jemand für mich betet, dass ich geheilt werden darf, wo ich gemerkt habe, wie der Hass wirklich, wenn ich geheilt worden bin von dem Hass, für mich, also über mich selber, aber auch über meinen Ex, mhm, dass das hat heil werden durfte. Das ist für mich, dann ist es lebendig geworden, weil, ja, ich es durfte erleben, wie Gott heilt. Und logisch, also es ist im Nachhinein, jeden Tag wieder von neuem habe ich dann gleich wieder Zweifel. Das ist jeden Tag von neuem, denkst du, ja, macht er es jetzt nochmal? Oder ist er dann wirklich jetzt immer noch dabei? Und da denke ich manchmal, hey Ursula, du hast so coole Sachen erlebt, warum glaubst du es nicht endlich? Und ich kann nicht sagen, es braucht jeden Tag von neuem, muss ich mir immer wieder sagen, mal, er ist da, er hilft. Und ich muss mich an dem festheben. Und wenn ich mich an dem festhebe, dann merke ich, da gehen Tage so viel ringer vorbei. Auch ein Tag, der im Alltag ist, wenn ich am Morgen aufstehe und sage, schön Jesus, können wir miteinander den Tag gehen, ich habe das und das und das, wie soll ich das managen? Hilfst du mir da dabei? Gib mir Weisheit, danke, bist du mit mir unterwegs? Und ich kann euch sagen, da habe ich Tage erlebt, wo ich das Gefühl hatte, das wird, da komme ich spät, da habe ich nur eine Viertelstunde Zeit gehabt, plötzlich. Mhm. Wo ich einfach Zeit hatte, weil Gott der beste Planer ist.
Und du hast auch gesagt, dass du wirklich Angst gehabt hast, wenn du jetzt dein Leben Jesus gibst, dass du dann musst ins Kloster gehen. Ja. Hat es denn wie einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, doch, ich will mein Leben Jesus geben? Oder so ein Zeitpunkt, egal was, wo er mich anführt, was er will? Ja, also es kommen natürlich immer wieder so Momente, wo du denkst, ja, vielleicht will mich Jesus jemand anders haben, auf China schicken oder ich weiß nicht wo, mit dem Algenfutter da und so. Da denkst du, boah, wir haben, oder Japan, wir haben ja in Japan auch Rennen gehabt und habe gemerkt, ja, Fisch ist gut, aber das grüne Zeug rundherum, aber so Fischeln ist nicht gut. Und wenn jetzt für Gott sagen, du musst dort deinen Dienst machen, würde ich sagen, nein, Herr, bitte nicht. Nein, es ist schwierig, dann in dem Moment vielleicht dann wirklich den Weg zu gehen. Aber ich glaube, wenn Gott will, dann verändert einem sein Herz. Also ich bin zum Beispiel überhaupt, aber habt ihr vorher gehört, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Und dann, als ich dann fertig rennen gefahren bin, hat dann irgendeiner bei 2 Jahren dort in eine Gemeinde gegangen und nach 2 Jahren hat mich jemand angesprochen, willst du nicht Bibelschule machen für unsere Jungen? Und ich Schule, also ich habe gedacht, ich Schule, geht es noch? Sicher nicht. Und wenn man es halt so antwortet, sagt man in der Kirche, ja, ich prüfe es mal. Also, es ist aber ein guter Satz, es ist wirklich wichtig. Weil was hast du dann auch gemacht in dem Fall? Ich habe dann gesagt, ja, ich prüfe es mal. Ich bin heimgefahren und auf dem Heimweg bin ich so am Fahren und gemerkt so, ich habe ja mal so CD bekommen von jemandem, als ich in Hawaii war. Das war die Bibelschule-CD, da hat einer aus seinem Leben erzählt und es war spannend. Und dann haben sie noch erklärt, wie das gemeint ist, was in der Bibel dazu steht und so. Und auf das aber habe ich die Bibelschule gemacht und habe dann auch Unterlagen gehabt. Und dann dachte ich, ich habe ja noch Unterlagen daheim und dann könnte ich die CD und könnte das und dann und dieses und die Papiere hätte ich ja. Und plötzlich denke ich so, hey Ursula, du bist ja schon am Organisieren. Du bist schon ganz drin plötzlich. Ja, und da habe ich gemerkt, eigentlich von mir aus hätte ich das niemals gemacht, aber Gott kann wie die Herzen zubereiten, wenn es dran ist. Und dann aber hat Gott wie dein Herz zubereitet. Genau, zubereitet, dass ich dann bereit bin. Und man denkt, mal, warum nicht? Referätli so habe ich ja schon gegeben, ein bisschen von Jesus erzählt habe ich auch schon. Warum nicht diesen Jungen aus meinem Leben erzählen und aus der Bibel, kann ich ja mal probieren. Mhm. Aber logisch, ja, es hat Überwindung gebraucht. Ich habe natürlich ihre, die es geleitet hat, zuerst gesagt, aber zuerst wollte ich dann bei dir reinhören, wie es du machst. Und dann, ich wollte das nicht gerade von Anfang an allein machen. Und dann, ja, es war spannend gewesen, es war aber auch eine Herausforderung gewesen. Mhm. Also ich bin dann auch ziemlich geschliffen worden, weil es hat auch Momente gegeben, die sehr schwierig waren, wo ich gemerkt habe, da rumoren es. Aber ich habe gemerkt, auch so Momente, wo man mit der Kirche, mit der Gemeinde unterwegs ist und schwierige Momente erlebt und dann eben nicht gerade davon läuft, dann merkt man, wie Gott einem schleifen kann. Kannst du dir vorstellen, wie ein Diamant oder so eine Kugel, die ist am Anfang ist sie einfach so ein Rohling und der leuchtet noch nicht, wenn so Licht reinkommt. Und ein Diamant hat ganz viele verschiedene Facetten, ich glaube sogar 32, wenn wir nicht täuschen. Und wenn dann all die Facetten richtig abgeschliffen sind und das Licht oben reinbrennt, dann kommt der Strahl es unten noch viel stärker daraus raus. Und das ist so, wie wenn dann sind die Facetten so abgeschliffen, dass Gottes Licht reinleuchten kann, damit dann auch noch mehr kannst gegen raus leuchten. Und das hast du so erlebt in deinem Leben, dass Gott dich hineingeführt hat, in diese Situation und die andere, um an dir schleifen, dass nachher dass das Licht noch mehr kann, dich durchscheinen. Genau, und sie ist, manchmal ist Schmirgelpapier nicht so angenehm. Das tut ein bisschen weh. Und dann kommt es polieren und am Schluss siehst du, wie es glänzt. Ja. Und dann weißt du, für was es war. Und ich kann so sagen, ich habe viele Momente erlebt, wo ich gedacht habe, boah, Gott sei Dank ist es durch, habe ich den Prozess durch. Es war nicht schön gewesen, aber es hat mich geschliffen, es hat mich geformt und es hat mich reif gemacht. Mhm. Und es ist noch nicht fertig, es geht noch weiter, aber es sind schon ein paar gute Häppchen durch. Du hast am Schluss, also gegen das Ende deiner Karriere, hast du noch mal das grosse Ziel gehabt, um an der Olympiade mitzufahren. Ja. Dort hast du auch, als, wenn ich es richtig verstanden habe, über die ganze Saison oder auf der Olympiade an den Bibelvers für dich als Motto genommen. Mhm. Aus Nehemia 8, genau. Ja. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja. Genau. Und den Bibelvers habe ich auf meinem Newsletter einfach drauf gehabt. Also ich habe dann während der ganzen Saison meine Fans ein bisschen informiert, was läuft und unten den Spruch drauf gehabt. Und an den Olympischen Spielen, wo ich dann am 06 qualifiziert worden bin und hast du gehen, quasi. Jetzt bin ich dabei, oder? Ist für mich eigentlich klar gewesen, ja, Goldmedaille, logisch. Mhm. Die holen auf wir die uns jetzt. Also da hat jetzt Gott den Weg auf die habe ich auch nicht geschafft, da wird jetzt Goldmedaille draus. Und
nach dem vierten, fünften Lauf habe ich halt den Zehntel verloren. Man hat es hier auf einem Ausschnitt gesehen. Ist einfach der Zehntel durch einen kleinen Schlag habe ich halt den Zehntel verloren. Und dann war es plötzlich so, jetzt bin ich nur im kleinen Finale. Also, Goldmedaille ist nicht mehr möglich gewesen. Goldmedaille ist nicht mehr möglich, aber ich fahre jetzt nur die kleine Tournee, quasi, die für ein kleines Finale ist. Und im Moment habe ich gedacht, nein, jetzt bin ich im falschen Film, das geht nicht. Und als Athlet bist du in dem Moment wirklich, da kommt Wut auf, da denkst du, Scheissdreck, was habe ich da falsch gemacht? Und das kann nicht sein. Du hast auch mit Gott gehadert, jetzt hast du doch da den Vers, ja, Gott im Moment ist doch einfach so, das kann doch jetzt nicht sein. Du hast mir doch jetzt da die Türen aufgetan, dass ich die Goldmedaille holen kann, und es ist aber nicht so. Und dann hat sich das aber extrem schnell gekehrt in Freude. So quasi, hey, das ist das letzte Olympische Spiel, das du fährst, genieße es einfach, es ist so eine coole Piste und freue dich einfach. Und dann bin ich die letzten vier Läufe einfach runtergefahren und habe nachher gesehen, obwohl ich ja nicht mehr das grosse Finale gefahren bin, das Ziel in, ja, cool gewesen. Und ich habe einfach Freude gehabt, das Paar haben mir im Nachhinein gesagt, wir sind nicht mehr draus gekommen, wir haben gemeint, du siehst am Gewinnen. Und es war wirklich einfach ein Freudag. Und nachher, wo dann meine Teamkollegin hat gewonnen hatte, Olympische Spiele, Goldmedaille geholt, und in dem Moment, wo man dann weiss, es ist Siegerin, das ganze Rennen ist vorbei, ja, da ist so viel Druck, der abfällt, dass dann halt auch die Trainer rollen. Aber für mich war es, ja cool, sie hat das Rennen gewonnen. Lauf so zu ihr, also auf dem Weg zu ihr, hat mich aber ein Reporter natürlich abgefangen und gesagt, gell, sie verbrühen, jetzt sind sie traurig, weil sie nicht gewonnen haben. Und ich, nein, ich freue mich für meine Teamkollegin. Und der ist da gestanden mit dem Mikrofon. Er hat nicht gewusst, was er soll sagen. Er hat nicht mehr gewusst, was mit ihm passiert. Er hätte das nicht können verstehen, dass man sich auch freuen kann für die Teamkollegin. Mhm. Und dann nachher, wo die Preisverteilung war, also die Preise, Erik, am Abend, meine Kollegen so gesagt, hey, du bist so lustig, du bist so fröhlich und freust dich, bist du nicht traurig, dass du jetzt nicht da oben stehst? Und ich, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, aber ich habe gemerkt, Gott hat das weh einfach gekehrt, er hat die Wut, die du eigentlich im Bauch innen hast, wenn du da nicht gewünscht und nicht abbrauchst, hat er einfach in Freude umgewandelt. Und das kann man nicht selber machen. Du hast Gott erlebt, wenn er dir Kraft gibt und sogar, dass du gewonnen hast, ohne dass du gewusst hast, wie es geht. Und du hast erlebt, dass er dir eine grosse Freude gibt, wenn das Ziel nachher nicht erreicht hast, sportliche Ziele in dem Sinn. Ja, genau. Ja. Wie ist es dann, also du hast gerade nach deiner Karriere hast du gute Engagements gehabt, aber nachher bist du ins Burnout reingekommen. Ja. Wie ist das so gekommen? Also, wieso passiert so etwas? Genau, also ich habe nach meiner Karriere einen jemanden gehabt, der mich angefragt hat, wo ich trainieren konnte, eine Snowboarderin. Und dann habe ich Sportmentorenausbildung gemacht und eine Lebensberatungsschulung. Und dann nach zwei Jahren, obwohl ich viel weniger gemacht habe, bin ich immer müder geworden. Und ich habe von Haarausfall, Herzrhythmusstörungen bekommen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, was ist jetzt falsch mit mir? Ich mache viel weniger, jetzt müsste ich doch eigentlich wieder mich erholt haben und fit sein. Etwas stimmt nicht mehr. Und nachdem das halt gewisse Produkte halt nicht so cool fand und Eisinfusionen nach einem halben Jahr auch wieder draußen waren, habe ich sagen, nein, so geht es nicht weiter. Und ich war dort eben bei dem Sportarzt gewesen, und der hat mir dann eben erklärt, was mit meinem Körper abgeht. Und dort ist mir zuerst bewusst worden, was eigentlich passiert ist. Und der Punkt ist... Also hat der Diagnose Burnout dann... Er hat es nicht ausgesprochen, aber er hat einfach gesagt, was Fakt ist, was jetzt gerade abgelaufen ist. Und er hat gesagt, wenn du von dem Weltcup-Niveau aufhörst, oder, dann trainierst du auch nicht mehr so viel. Oder? Also du hast, ich hatte vorher ein Trainingsquantum von 4 Stunden im Tag und nachher habe ich vielleicht nur noch 4 Stunden in der Woche irgendwie Sport gemacht. Ich selber habe das Gefühl gehabt, ich habe mich verglichen mit einem Marathonläufer, wo ein Marathonläufer, der müsste langsam abtrainieren, aber ich habe ja nicht so viel trainiert. Das ist eben auch noch das Lustige. Wenn du in einem Burnout oder in einem Burnout drin bist, hast du ganz eine andere Wahrnehmung. Und darum habe ich das wenig kapiert, ich hätte da etwas anderes müssen machen. Also du sagst Burnout, dann fühlt man sich wie ausbrennt und so. Und Burnout hast du jetzt erwähnt, was ist das? Burnout kennen viele, da bist du einfach überbeansprucht und bist ausbrennt. Und im Burnout, das kommt von Boring, Langeweile. Und das heisst, wenn du viel, viel weniger machst, also jemand, der eben Karrierenende hat, aber, oder Karrierenende pensioniert wird, oder jemand, der jetzt, sagen wir, wegen Corona plötzlich nicht mehr arbeiten kann, dann machst du plötzlich viel weniger wie vorher.
Und das hat er mir dann halt auch erklärt. Bei mir war es, dass ich einfach vom Trainingsquantum viel weniger trainiert habe. Oder? Einfach von 4 Stunden am Tag nur noch 4 Stunden in der Woche. Das ist für den Körper der erste Stressfaktor. Körperlich. Wegen der grossen Umstellung quasi. Die grosse Umstellung. Die zweite Umstellung war, vorher habe ich eine Weltcup-Sieg gewonnen. Da hast du in dem Moment ein Feuerwerk von Hormonen, die im Kopf ausgeschüttet werden, durch die Freude. Durch die Spannung, die nachher lässt, da geht ein ganzer Cocktail von Hormonen durch den Körper. Mhm. Dann bist du, das fehlt dir nachher, das Adrenalin zum Beispiel, viele kennen das, das Glückshormon. Mhm. Dann bist du Adrenalin-Junkie, also das heisst, du bist auf Entzug von den Hormonen, die halt auch nicht mehr da ist. Das ist der zweite Stressfaktor. Und der dritte ist, ich habe ganz viele Aufträge für Referat. Aber ich habe ja nicht gewusst, und ich habe mich auch gefreut darauf, aber ich habe nicht gewusst, wie viel werden sie, kann ich von dem leben? Und das kann ich von dem leben, die Existenzängste, die da mitspielen, das war der dritte Stressfaktor. Mhm. Und das sind so Faktoren, die einem extrem Vitalstoff aus dem Körper ziehen können, die einem dann nachher eben Haarausfall, Müdigkeit, kannst nicht mehr schlafen, du hast Kopfweh, einmal am Morgen wollte ich aufstehen, ich bin nicht zum Bett rausgekommen. Mhm. Und dann irgendwann habe ich es geschafft, bin wieder gut zum Morgen essen und habe wieder schlafen können. Also du bist nicht körperlich mögen. Und psychisch genau, völlig fix, in ein Loch hineingegangen. Genau. Und das kann ein Burnout sein. Also, und wenn du so Symptome hast, dann hast du es jetzt gehört und weißt, aha, man kann aber etwas dagegen machen. Mhm. Ich habe dann eben Gott sei Dank in einem Camp habe ich jemanden kennengelernt. Also einerseits ISO-Infusionen, gerade für das erste Mal halt das auffangen. Aber es ist ja auch nicht alles, weil da hat es auch noch Rückstände von Chemikalien drin. Die wollte ich auch wieder nicht im Körper. Oder ich wollte es einmal nicht wollen, in meinem Körper drin. Und habe dann einfach in einem Camp übertroffen, wo mir erzählt hat über Vitalstoffe, die hochqualitativ sind. Und mit denen habe ich innerhalb von 2 Wochen habe ich dann Haarausfall, AD und Herzrhythmusstörung wieder normal. Und dann hat sich es langsam wieder eingependelt. Und wie hast du die ganze Seele oder Psyche, wie bist du mit der umgegangen? Dank dem, dass ich die Lebensberatungsschulung gerade am Machen war oder auch Sportmentorenausbildung hatte, habe ich durch die Ausbildung wird man auch verpflichtet, dass man selber in eine Reflexion geht, dass man selber Seelsorge annimmt. Und ich hatte dort auch noch eine zusätzliche Situation von einer damaligen Freundin, die ich noch nicht ausgebildet war, die hatte Depressionen gehabt und ich habe gemeint, ich muss helfen. Und wenn man nicht ausgebildet ist für so etwas und meint, man muss jemandem helfen, der in Depressionen drin ist, dann brennt man aus. Also gerade wenn man ich, es gibt so ein schönes Talent, das Helfersyndrom. Mhm. Das ist ein gutes Talent, aber man muss sich lernen, abgrenzen. Und ich habe mich dort wirklich völlig ausgebrannt. Mhm. Mit den 3 Faktoren, die ich erzählt habe, plus noch die Situation mit dieser Freundin, wo dann den letzten Zacken ausgesogen hat. Und dort habe ich wirklich müssen distanzieren. Und sie hätte ja dann nicht in eine Seelsorge gehen. Dann musste ich sagen, ich muss jetzt etwas ändern und bin dann selber in die Seelsorge gegangen. Ja. Und wir Schweizer denken immer, ja, also das machen die Amerikaner da, Seelsorge und auf die Couch legen. Also ich brauche das sicher nicht. Aber ich bin halt dann auch auf einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich kann es nicht mehr selber managen. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu dem Sumpf auskomme. Weil je mehr dass ich versucht habe zu helfen, desto mehr bin ich in den Sumpf abgesoffen. Von dieser Kraftlosigkeit und Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und ich habe gewusst, wenn sie nichts ändern, dann muss ich etwas ändern. Und das war eine christliche Seelsorge in dem Fall? Ich bin dann in eine christliche Seelsorge gegangen. Ja. Ja, man kann auch zu jemand anderem gehen, das ist ja wurscht. Aber ich glaube, in dem Moment braucht man einfach jemanden, der einem vielleicht die rechten Fragen stellt und einem auch unterstützt. In dem Moment, wo man dann unsicher wird, wie, ja, darf ich das jetzt machen? Ist denn das... Zum Beispiel war es, sich abgrenzen, eben mal halt sagen, nein, heute habe ich keine Zeit. Mhm. Dann hat sie gesagt, mal, du hast Anrecht auf Privatsphäre, du kannst auch mal nein sagen. Und wenn der andere das nicht akzeptiert, ist das dem sein Problem. Und das habe ich auch durch die Begleitung von der Seelsorge langsam lernen und sagen, okay, ich darf nein sagen, auch ohne schlechtes Gewissen im Nachhinein, weil ich auch meine Privatsphäre haben, damit ich meine Zeit habe, um auch wieder heil werden innerlich. Und was hat der Glaube für eine Rolle gespielt in dieser Zeit? Für mich ist der Glaube auch während der Karriere immer so gewesen, du kannst nicht tiefer gehen als Jesus in seinen Armen. Mhm. Und das war für mich wie ein Boden gewesen, wo ich gewusst habe, da kann ich draufstehen, der hebt. Also du hast immer können wie zu Jesus gehen und hast gewusst, das ist ein Fundament, das ja, geht nicht genau. Weg. Klar, jetzt Moment gehabt, wo ich gesagt habe, Herr, wieso lässt du das zu? Mhm. Geht es nicht endlich weiter? Warum machst du nicht endlich vorwärts? Da sollte doch noch das und dieses passieren. Also
logisch, es war viel, sehr Geduldsprobe gewesen, auch geduldig mit mir selber sein, weil gerade wenn man an der Weltspitze ist, oder, dann immer nur besser, besser, besser und dann mal eingestehen, nein, jetzt ist es halt, ich muss nicht mehr das Level erreichen, es langt halb, also der Satz von der, wie heisst von der Einleitung von Thomas. Einleitung beim Thomas, oder, er hat das so schön gesagt, ja, also, nein, das ist ein anderes Wort, nicht halbpotzig gesagt. Mittelmäßig. Mittelmäßig ist für mich damals nicht gegangen. Also, das ist für mich abschätzend vor. Ja. Es musste besser sein, oder? Aber das mittelmäßig dürfen lernen, also, dass es auch genug ist, auf mittelmäßig zu sein. Ich meine, mein Level ist da, Weltcup-Niveau, da oben war. Und dann ist da am Boden, wenn man gar nichts macht, aber da in der Mitte. Das ist normal, also das macht jeder. Und wenn, also ein Beispiel war, ich war ja Konditor, habe im Nachhinein auch noch Aufträge bekommen, für da und dort eine Geburtstagstorte oder eine Hochzeitstorte zu machen. Und dann hat mir jemand ein Foto geschickt und gesagt, sie möchte gerne die Snowboarderin, also ein Snowboard-Mändel auf der Torte. Ja. Dann habe ich da mal so einen Rohbau geknettet mit speziellen Massen, oder, und habe das auf den Tisch gehabt. Dann ist eine andere Freundin gekommen und kommt so reinzulaufen und sagt, wow, ist das lässig. Und ich so, das ist gar nicht fertig. Merkt ihr, für mich war es gar nicht fertig. Für dich hat es absolut perfekt. Für sie war es so der Hammer. Ja. Und da habe ich plötzlich gemerkt, aha, es ist genug, das langt. Und in der Seelsorge konnte ich das auch so ein bisschen aufschaffen, gemerkt, ja, wenn ich jetzt da nur ein bis zwei Stunden dran arbeite, damit ich mein Niveau erreiche, dann habe ich einfach zwei Stunden länger dran gearbeitet. Aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich auch zwei Stunden für mich und kann etwas ganz anderes machen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich kann in der Hälfte hören für mein Niveau und es ist immer noch genug und ich kann sogar noch etwas anderes machen. Und dann den Gewinn drin zu entdecken, das hat mir nachher geholfen, auch ein bisschen loszulassen von dem zu viel und richtig, also sich langsam an das Mass anzupassen. Also könntest du jetzt sagen, heute, du Ursula Bruhin, die muss nicht immer zu oberst stehen, sondern die kann auch ganz zufrieden sein mit dem Mittelmass, das angebracht ist? Ja, ich bin immer noch am Lehren, aber ich... Es ist schön, Weltmeistertitel zu haben, zu sagen, du, ich habe alle bewiesen, ich kann es. Das ist eigentlich sehr beruhigend, aber auch, es war ein Schaffen gewesen, also ich meine, es ist jetzt mehr als 10 Jahre, von diesem Niveau oben runterzukommen. Also, ja. Meine, man ist ja mal so ein bisschen Perfektionist, sonst kommt man nicht dahin. Und von dem loszulassen, das ist wirklich eine Wegstrecke. Und kann ich sagen, sogar in meinem Hobby. Als ich zu Hawaii am Wellenreiten war, dann stehe ich da draußen am Strand und denke, oh, die Wellen, soll ich aus und stress mich. Und irgendwann sage ich, hey, Ursula, du musst kein Rennen fahren. Wenn dir die Welle zu gross ist, dann gehst du einfach nicht raus. Und ich, ja, stimmt eigentlich. Ja, einfach, man meint dann am Anfang immer noch, ja, jetzt müsstest du doch. Und nachher, nein, du musst gar nicht. Und du merkst, das, wie der Gott am Schaffen ist. Genau, bei dir, genau. Das Lehren, dürfen oben runterfahren, ja. Dürfen sich eingestehen, nein, da muss ich mich jetzt nicht rein. Stürzen in die grossen Wellen, ich kann die kleinen auch, das langt auch noch und ich habe Freude daran. Das ist ein riesen Prozess und das hat auch Seelsorge dazu gebraucht. Ich schaue mal nach, was für Fragen reingekommen sind. Da fragt jemand, hat es in der Öffentlichkeit negative Reaktionen gegeben auf deinen Glauben? Du bist ja doch auch eine öffentliche Person gewesen mit deinen Erfolgen. Der eine Religionsguru da, wo Religionsreporter oder so, der hat mal in einer Zeitung geschrieben, ja, die Athleten, die können ja nur so Referat geben, dass sie wieder auf der Bühne stehen können. Und das habe ich damals so ein bisschen gelesen, aber eigentlich gar nicht so ein bisschen interpretiert. Und erst im Nachhinein gemerkt, dass das eigentlich ein Angriff ist, wo ja, eigentlich gegen mich hätte sein sollen. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass Gott so Sachen auch verteidigt, indem er halt ein anderes Mal hätte auch irgendwie etwas über ICF geredet, wie schlecht das ist. Und dann haben sie aber dann gesagt, ja, bei so einem Podiumsgespräch, ja, ob er dann überhaupt mal in einem ICF reinhören soll. Und dann musste er zugeben, nicht. Und ich meine, wenn man schon Kritik ausübt, dann sollte man vielleicht schon mit diesen Leuten geredet haben und dort mal das reinhören und mal selber seine Meinung dazu äußern oder bilden dann. Und ich glaube, du wirst in jeder Gemeinde, in jeder Kirche, in jedem Glauben, wirst du irgendjemanden antreffen, der in einem Extrem ist, der vielleicht nicht ganz so gesund ist, aber auch Sachen antreffen, die eben gut sind. Und auch in der Bibel steht ja, prüfe und behalte das Beste. Und ich finde es schön, wenn du jetzt das gehört hast, einfach das rausnimmst, was dir am besten gefallen hat und vielleicht mit dem dein Leben kannst besser managen. Und dann ist das Ziel eigentlich erreicht. Jemand anders fragt noch,
den Glaubenssatz oder das, was Kind, die Prägung, die du gelernt hast, nur wenn ich besser bin als die anderen, werde ich geliebt. Hat sich das gewandelt? Ja, das hat sich dürfen wandeln, dank Begleitung von Seelsorge, daran zu arbeiten, anzuschauen und sich eingestehen. Nein, ich darf auch, also ich bin geliebt, so wie ich bin, von Jesus. Aber es ist immer noch, also ich bin immer noch dran, es ist ein Prozess, der noch ein bisschen, ja, wo braucht. Wo wie würdest du heute den Satz formulieren? Es gibt einen ganz schönen Bibelvers, wo heisst, im Psalm 139, glaube ich, dass mich Gott wunderbar und einzigartig geformt hat. Jetzt als Schluss würde ich gerne noch mit dir über das Snowboard da reden. Gut. Du hast noch dein Snowboard mitgebracht, wo du heute rumfährst damit. Und das ist ja auch ganz ein ganz schönes Bild für etwas, wo du auch mit Jesus zusammen gelernt hast. Also ich habe euch ja vorher erzählt, wie wichtig das ist, dass man sich bei Jesus sein Leben in seine Hände gibt. Und wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr Skifahren oder Snowboarden, die einen von euch haben das vielleicht auch schon gemacht. Und wenn ihr euch anschnallt beim Skifahren oder beim Snowboarden, müsst ihr euch ja anschnallen. Damit ihr die Kanten auch richtig brauchen könnt. Und das muss wirklich verbunden sein. Und im Glauben ist es gleich, wenn du mit Gott unterwegs sein willst, kannst du viel besser den Hang runterheizen, wenn du mit Gott verbunden bist. Und ich werde euch mal das zeigen, wie das tönt, wenn man sich bei Gott einklickt. Hört gut zu. Und wenn man so eingeklickt ist, dann kann man wirklich auf die Kante stehen, Vollgas geben und den Hang mega cool, das Loch abheizen, und es macht riesig Spass. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass der Glaube mega cool ist, wenn man sich einklickt beim Herr, wenn man mit ihm unterwegs ist, weil er ist der, der dein Leben kann pushen kann, der dein Leben kann einfach eine Freude geben kann, und er dir kann zeigen, wie du kannst den Hang runterheizen, wie du kannst einen Beruf finden, der dir Freude macht, wo du kannst den Partner finden, der dir Freude macht, was auch immer. Aber mit Gott ist es wirklich mega schön, unterwegs zu sein. Eine Möglichkeit, die ich euch ermutigen möchte, ist, du hast in einer Sportlerbibel auch dürfen reinschreiben und hast ja selber erlebt, wie das Wort von Gott, wie die Bibel für dich etwas ganz Lebendiges geworden ist. Ja. Und die Sportlerbibel, die ist leider vergriffen, aber es gibt einen Online-Bibelleseplan, wo man die Andachten von diesen Spitzensportlern kann anschauen kann. Beim Tag 23, ich habe angeschaut, da kommt der Teil von dir, wo du berichtest. Ich habe das da eingeblendet oder beim YouTube und dann auch im LinkedIn. Das wäre vielleicht eine coole Möglichkeit, den Bibelleseplan mal runterladen und dort reinzuschauen und selber sich inspirieren lassen von diesen Gedanken, die Profisportler selber mit Gott zusammen erlebt haben. Ich habe hinten auch so Zettel aufgelegt bei der Kaffeebar, die könnt ihr gerne mitnehmen. Also man sieht hier den Link eingeblendet oder nehmt das Zettel mit, es liegt da hinten auf. Da sind auch die Links drauf, sogar auf Englisch, wenn das jemandem hilft. Oder auf Deutsch gibt es das. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, das zu mitnehmen. Und ich möchte dich aber bitten, ich habe dich vorher gefragt, ob das okay ist, wenn du für uns magst beten, das wäre sehr schön. Mache ich gerne. Und wenn jemand meine Geschichte noch gerne nachlesen oder jemandem weiter möchte schicken, sie ist auf meiner Webseite. Einfach meinen Namen eingeben, Ursula Bruin, da findet ihr schon meine Webseite. Und darauf ist meine Geschichte auch drin, auf Englisch und auf Deutsch. Und ich hoffe einfach, dass ihr viele Menschen ermutigen dürft, ihr Leben in den Griff überzukommen, dass es vorwärts geht. Und darum möchte ich jetzt auch für euch alle beten, für uns alle. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, dass du mit uns auf die Kante stehst. Herr, ich danke dir, dass du jetzt jeden, der einfach dazugehört hat, das Herz berührst. Danke, dass du der bist, der frei macht, der Ketten sprengt, der in Freiheit setzt. Und ich danke dir, dass du der bist, der uns frei macht. Danke, segnest jetzt du jeden Einzelnen, der zulässt. Danke, dass du Herzen berührst, dass du auch Heilung gibst für die, die ja, am Kämpfen sind, die Depressionen haben, dass du sie frei machst. Danke, dass du sie frei machst. Dass du auch frei machst, dort, wo noch Unvergebenheit ist, wo Freundschaften auseinandergeht sind. Jesus, ich danke dir, dass du da mit deiner Liebe reinkommst. Danke für die Quelle von lebendigem Wasser, die jetzt einfach fließen. In jedes Haus, jeden Haushalt, in jedes Herz hinein.
Und dass es Erfrischung geben darf. Und die Herzen dürfen berührt werden. Und deine Liebe neu dürfen erfahren. Danke vielmals, bist du mit uns unterwegs. Und segnest jetzt einfach jeden Einzelnen, der da zugelassen hat. Danke, dass du der bist, der heilt. Und dass du schon alles vollbracht hast am Kreuz für uns alle. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke vielmals, dass du zu uns gekommen bist, Ursula. Wir haben gehört, ja, du hast gerne Kirschstängeli. Darum wollen wir dir ein kleines Päckchen Kirschstängeli mitgeben, dass du uns ein paar Momente eins von denen kannst nehmen kannst. Und dass du an uns Merci denkst, hier in Embrach. Und vor allem danke vielmals, dass du uns Anteil gegeben hast, ja, an deinen Erfahrungen, die du mit Gott hast, ja, und dass du uns so ermutigt hast. Ja. Danke vielmals, danke Ursula. Auch fürs Mitmachen. Danke vielmals.